Peace. Leute, mein Name ist Takiro, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Most Wanted. Im letzten Part haben wir ein Bossrennen tatsächlich geschafft, aber nur eines. Das lag nämlich daran, dass wir ein Zeitfahrenrennen hatten, das doch ein bisschen schwieriger war als zuerst angenommen. Denn wir hatten 3,5 Minuten Zeit, weil die Scheiße war wirklich so knapp bemessen, dass wir tatsächlich 3 Sekunden vor Ende das Ziel erst erreicht haben. Und das haben wir natürlich zweimal nicht geschafft, weil ja, passieren natürlich mal Fehler, ne? Ich meine, du knallst mal gegen ein Auto oder so, ne? Und das kostet natürlich Zeit. Und ja, das Lustige daran ist auch, dass der hintere Teil einfach mal viel, viel, viel länger war als ja, der Rest der Strecke, was ich sehr fair fand. Also, dass das irgendwie mehr Zeit verlangen hatte als ja, die vorigen Sachen. Ja. Ja, und somit konnten wir nur ein Rennen schaffen. Ja, ich guck mal, wie wir es in diesem Part schaffen. Wir haben ja schon 3 Rennen-Events geschafft für den nächsten Bossfight. Da fehlen jetzt noch 3 und ich bin mal gespannt, ob wir das hier hinkriegen, weil irgendwie sieht das auch nicht so gut aus. Finde ich jetzt gerade. Das ist nicht so mal aussehen soll, wie es sollte, finde ich. Oh Mann. Ah, shit. Ja, gerade noch so geschafft, ne? Aber war doch knapper als erwartet. So, Rundkurs. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was mit euch falsch ist. Oder dass sie mich die ganze Zeit rammen tut, nervt, verdammt. Also, nervt schon großartig. Und sollte bitte unterbunden werden. Okay, da war jetzt einfach mal ein Polizeiwagen. Ich habe absolut keine Ahnung, warum da ein Polizeiwagen war. Ja, ich glaube, heute schaffen wir es irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie gar nicht so viel Glück momentan. Und scheinbar fährt der Erstplatzierte extrem gut und absolut keine Fehler, was schade ist. Ich glaube, den rammen wir irgendwie gleich, weil weiß nicht, der fährt auch schon so.
Junge, wie viel Luft muss ich denn bitte schon noch Abstand haben, damit du endlich checkst, dass ich nicht in deiner Nähe bin? Alter. Ja, ich hätte ihn überholen können, aber das Spiel meinte, nö. Oh cool, ich habe ihn angerammt, aber der scheißt einfach mal drauf. Ja, aber ich meine ernsthaft, was ist das denn? Immer dieses, nein, du bist genau dran und musst den Pass hingequetscht. Obwohl noch so fett viel Platz war, ey. Das riecht richtig derbe auf. Macht überhaupt keinen Sinn. Und was zur Hölle hast du gerade gemacht? Also ich find's gut, dass ich ihn jetzt überhole, weil, ne? Dann könnte ich vielleicht noch den Rest der Strecke schaffen, wenn ich Glück habe. Ich meine, wir fahren jetzt schon wieder 3 Minuten und wir haben bestimmt noch die Hälfte vor uns. Was mich auch wieder zweifeln lässt und so denken, was zur Hölle? Wahrscheinlich auch noch zurecht. Was zur Hölle? So, nochmal geschafft. 15 Sekunden waren die hinter mir, okay? Ah, schön, dass wir jetzt nur einen runden K.O. haben. Also schön ist es zwar nicht, aber ich meine, hey! Boah, die Musik ist so zum Kotzen, ey. Ah, jetzt war noch genug Platz, ne? Ja, ist klar. Die Logik versteht auch, wer will, ey. Hier war auch wieder genug Platz, ne? Ich verstehe es nicht. Sage ich ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ist aber scheißegal. Hauptsache, ich habe genug Abstand zu dem Hinteren zu mir. Der fährt mir irgendwie ein bisschen zu schnell, der Kollege da. Hinter mir. Der rote Punkt natürlich. Der blaue sieht noch relativ entspannt aus. Der darf auch gerne so bleiben. Der blaue. Also der rote darf sich anpassen, wie der blaue ist, vom Abstand her. Ja, da möchte ich jetzt gegen, weil ich habe ihn zwar erkannt, aber wow. Junge, der muss ja absolut, der muss ja gottgleich gefahren sein. Ja klar, jetzt werde ich natürlich hier. Ja, der muss gottgleich gefahren haben, ey. Was denn heute los? Ha? Nee, jetzt mal ernsthaft, der muss ja komplett mit Maximal Speed durch alle Kurven perfekt fahren, ohne irgendwie ja, irgendwas mit zu erwischen, ne? Ich meine, guck mal, guckt euch den Abstand an! Den kann ich mir noch nicht mehr erklären. Ich meine, muss ich ein neues Auto haben oder was? Das ist doch irgendwie nicht der Sinn der Sache, finde ich. Ich meine, das Auto ist nicht schlecht. Wir fahren, finde ich. Ich finde es ehrlich nicht schlecht. Aber irgendwie sagt mir das Spiel hier eindeutig, nee. Hier hast du keine Chance mehr. Und ich wüsste zu gern, was für ein Fahrzeug der benutzt. Weil das ist mir echt sehr, sehr schnell, was er da fährt. Zu schnell.
mir natürlich weniger gefällt, weil ja. Das wäre ja richtig kacke jetzt, ey. Bisschen zu knapp auch. Ja, jetzt ein Punkt-zu-Punkt-K.O. Das heißt, wir werden wahrscheinlich zwei oder drei Runden machen. Je nachdem, wie viele sind. Wow. Ja, es sind drei, es sind vier Fahrzeuge gewesen. Da wollte ich nicht fahren. War leider ein Auto zwischen. Ja, dann ramm mich doch, du Pisser. Tja, hast du nicht geschafft, wa? Das war knapp. Stufe 2 Bremsen, Lance Evolution, Lotus, Elise, Corvette, Lamborghini, Gallardo, okay. Stufe 2, okay. Legendäres Chassis, IS 300 und legendäres Chassis Golf und Kapitel 9. Ja, lass mich einfach gar nicht fahren. Ich will das ganz einfach dann, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich den Gallardo da nehmen soll oder einer der super Chassiswagen da. Weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Denke mal, ich warte wirklich ab, wenn ich mit diesem Auto wirklich nichts mehr erreiche. Vorher werde ich das nämlich noch weiter benutzen wollen. So gut es geht jedenfalls. Tja, jetzt spürt der Gegner hier mal auch mal, was ich hier mal durchmachen muss mit den ganzen Autos.
Nee, auch sehr oft scheiße kommen. Manchmal kracht man da einfach rein, da kannst du nichts machen. Ist halt so. Passiert und da muss man irgendwie gucken, dass man trotzdem noch gewinnt. Auch hier hatten wir eigentlich sehr viel Platz wieder. Wie gesagt, manchmal geht's und manchmal klappt's irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Nach was für ein Prinzip das hier geht. Anscheinend mit verdammt großem Glück. Da können wir bei uns gleich vergeben zu. Fun! Meine Güte, ich hab dich nur mit der Seite gestriffen. Musst du nicht gleich wie ein Stein agieren und sagen, ah ja, der Auto geht sofort mit Rücksprengung zurück, ey. Ja, die übertreiben ein bisschen. Mit der Auftauchkeit von Autos und in welchem Bereich die auch kommen. Bisschen übertrieben, weil man muss immer so entgegenlenken. Oder ausweichen versuchen, was auch manchmal so geil ist, ey. Sonst, wenn du die in die Kurven gar nicht einsehen kannst. Boah, super. Funktioniert ja richtig klasse dann, ne? So, 19 Sekunden hatte ich noch Zeit. Toll, jetzt haben wir ein Quadrat. Was ist das denn, ey? Fährt mal erstmal so ein beschissenes Quadrat, ne? Naja. Geschafft und weiter halt, ne? Nach dem Prinzip spiele ich. Ist das ein Runden-K.O. gewesen oder? Nee. Ich hätte nur das Rennen. Okay, 4 Minuten 45. Das heißt, wir müssen mindestens 2,20 pro Runde haben. Sonst verkacken wir. Da bin ich mal gespannt. Einfach raushängen tut das nämlich alles andere. Hammer, ne? Wirklich. Gibt noch ein bisschen mehr Verkehr. Das stört. Das. Wow. Einfach mal eine schwarze Stelle, okay. Nee, ich meine, gibt noch mehr Verkehr. Ich meine, das stört überhaupt gar nicht. Kannst richtig schön rein. Kannst richtig schön raus reinhauen. Ja, scheiße. Brauche ich. Die stören mich überhaupt nicht, ne? Sind überhaupt nicht scheiße platziert oder sonst irgendwas in der Art. Ne, die sind genau richtig. Nur mehr davon, ey. Nur her damit, ey. Aber wenigstens kann man hier eigentlich mal. Es ist nicht so wie gerade das Rennen da. Oder im vorigen Part war das ja, glaube ich. Ja, im vorigen Part.
ne, wo man einfach fährt wie ein Bekloppter und ja, kommt nicht weiter wirklich. Und bei dem hier Gott sei Dank gar nicht. Junge, wie viel Platz brauchst du denn noch, hä? Das ist so unmenschlich viel Platz, ey. Ich verstehe nicht, was ihr habt, ey. Da hat noch ein ganzer Bus zwischen, ey. So viel Platz war da gerade noch. Ja, die fahren aber auch manchmal mit dem Speed hier durch, das muss man dazu sagen, ja. Das macht die dann leider noch unkalkulierbar und noch gefährlicher. In Underground sind die einfach nur aufgetaucht. Auch manchmal schnell. Aber das konnte ich schon wieder auch nichts machen, ne? Erstens zu spät gesehen und zweitens, ja, Junge, der ist mit Vollspeed durchgezogen bei uns. Ich meine, wir haben noch Zeit, ne? Und das ist auch gut so. Aber umso schneller ich das Rennen fertig habe, umso schneller kann ich das nächste machen. Ne? Also umso schneller das ich habe, umso schneller kann ich das nächste. Und so weiter bis zum nächsten Boss. Wie gesagt, manchmal tue ich mich auch schwierig mit der... Wow. Ja gut, wir haben eh noch eine Minute, also ist gut, aber... Manchmal tue ich mich echt schwierig, in welche Richtung wir jetzt fahren, ob wir links, rechts und so weiter. Das ist manchmal schon schwieriger. So, Straßensperre mal wieder. Oh toll, diesmal nur 45 Sekunden. Dann das erste ist gleich da. Da bin ich nicht gegengeknallt, das finde ich gut. Wunderte mich jetzt nur sehr stark. Den zweiten nicht durch. Ja, hätte ich den Wagen nicht mitgenommen, wäre das eine exzellente Zeit gewesen, ey. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch schon wieder so eine lange Strecke ist. Da, wie komme ich auf den... Wie komme ich da drauf, Sherlock? Wir fahren 25 Sekunden und sind erst da unten. Tja, ich glaube, das liegt daran, dass es unsere schöne Zeitfahrstrecke ist. Das heißt, die nächsten 4 Minuten sind safe hier. Was für eine Scheiße. Kalkuliert. Ja, unter den Pixeln manchmal den richtigen Weg, Pixelweg zu finden, ist schon anstrengend. Deswegen mache ich auch ab und zu mal so viele Fehler, dass ich in die falsche Richtung fahre, weil ja, ich das einfach falsch entscheide. Vielen Dank, Autor.
Ach Junge, da ist schon wieder so viel Platz gewesen. Ja, ich sag gerade echt wenig. Das liegt daran, dass ich mich wirklich voll konzentriere dran. Weil ich möchte das Rennen gerne so schaffen, ne? Ich meine, wir sind da jetzt auch ziemlich lang dran. Ja, ich möchte das schon ganz gerne so sofort schaffen. Ja, was müssen wir. Ah, vier Gegner haben wir sogar, ne? Schon ordentlich. Das war knapp. 12 Sekunden war der nur hinter mir. So, ein Punkt zu Punkt. K.O. wieder mal. Was eigentlich zu Punkt gut ist. Nur in dem Fall jetzt eher weniger. Gut, es ist eh egal, ist, ob ich Erster oder Zweiter bin. Hauptsache, ich bin vor dem Drittplatzierten, ja, wie in dem Auto, sonst hätte ich es locker geschafft. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, warum schon wieder die Bossstrecke benutzt wird, die wir hatten, ne? Ich kenne die natürlich, ne? So scheiß Hügel und so weiter. Die ist super gar nicht geeignet für das. Warum? Ja. Nein, wissen wir ja noch. Die Kurven sind für den Arsch. Fahrzeuge, die hier rumfahren, sind für den Arsch. Ja, und der Gegner hat gewonnen. Fick dich, Alter. Ernsthaft. Das war unnötig. Wirklich. Ein Fahrzeug war schon zu viel. Aber das zweite hat den Garaus gemacht. Wirklich. Das war übertrieben. Und sowas ist nervig, weil das kostet Zeit. Und Zeit haben wir zwar, aber die will ich nicht mit endlos Wiederholungen vertätigen, ne? Und benutzen. Dafür ist die Zeit echt sehr, sehr schade, muss ich sagen. Und ich habe gar nicht so viele davon. Also pro Tag, ne? Im Grunde natürlich Zeit habe ich für Projekte, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber man möchte natürlich auch mal nach einem Tag möchte man natürlich auch ein paar Ergebnisse haben. Funktionieren halt nur nicht, wenn sowas läuft da, ne? Ist halt so, ist ja logisch dann, ne? Bock, kam schon wieder. Diesmal haben wir es geschafft. Ich hasse das Rennen. Ich hasse die Strecke einfach nur. Ein Rundkursturnier. Wieso brauchst du ein Rundkursturnier? Reicht doch eigentlich, das Rundkurs hier zu machen, ne? Ich meine, wozu ein Turnier?
Ja, ist halt mehr Aufwand. Deswegen ist es drin. Okay, 4 Leute sind es mal wieder. Scheint irgendwie jetzt, glaube ich, so der Maximum zu sein. Also ich finde es eigentlich immer angenehm, wenn da nur einer ist. Habe ich ja in Underground 1 ja auch die ganze Zeit immer nur einen Gegner genommen, weil es ist angenehmer einfach. Finde ich nicht so toll, dass die hinter mir sind. Und so nah hinter mir auch nicht. Genau, wir brauchen nur so ein übertriebener Fehler wie gerade eben kommen. Und plötzlich ist die Polizei da. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum ich Erster bin. Stehe ich wirklich hier gerade nicht. Und irgendwie lag das komplett gerade. Muss ich sagen. Ja. 5 Fahrzeuge und schon ist das Spiel ja überlastet. Das ist super. Ja, das ist echt super. Wisst ihr, was ich klasse finde? Du crasht. Du crasht, ne? Und drehst dich instant um. Ganz langsam, so ganz locker, chillig, angenehm. Ne, so ganz super. Ne, überhaupt nicht störend oder so. Ach nein, ganz, ganz, ganz schön. Ja, klar. Und natürlich kommt dann so eine richtig geile Strecke noch zum Schluss. Überhaupt nicht übertrieben mit Kurven und so einem ganzen Kram-Scheiß, ne? Naja, wir haben den ja gerade gemacht. Im Zeitfahren war das, glaube ich. Ne? Die Strecke ist doch noch schlimmer. Nämlich doch lieber die andere. Die sie irgendwie dann doch hingezogen hat, obwohl sie eigentlich relativ easy aussah. Ja gut, nach den fantastischen Autos kannst du sowieso alles in den Arsch. Ne? Sowieso alles kacke. Ist halt wirklich so. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, wie du da gerade durchkamst, aber Respekt. Ja, wahrscheinlich gibt es da eine Abkürzung, die man verwenden kann. Vielleicht ist die gut. Kann ich nicht beurteilen. Ich nehme nur offensichtliche Abkürzungen, die ich auch kenne. Scheiße. Oder kennst du aber auch gar nicht, ob wo links und rechts ist, ey. Und wo die Strecke sich noch im Neuen verläuft, ey.
Geschafft. So, wir sind jetzt Kapitel 10. Und ich bin natürlich erledigt, muss ich sagen. So, ich muss mal gucken. Okay, Charles ist nicht. Ach, Gold, Turbo. Okay, so Leute, ich mache jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Need for Speed Most Wanted wieder. Ich würde sagen, Leute, bis dann, haut raus und ciao!